Hi Leute. Wow, ich melde mich schon wieder hier. Gestern habe ich mich nicht gemeldet, aber vorgestern, das letzte Mal, das weiß ich noch sehr genau, da habe ich ja mein Hello Buddy Paket ausgepackt. Und jetzt melde ich mich schon wieder, weil ich schon wieder ein Paket auspacke. Bevor wir aber zu dem Paket kommen, noch was anderes. Ich war ja jetzt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in einer anderen Filiale arbeiten. Und ich muss sagen, an sich war es wirklich eigentlich super, die 3 Tage. Die haben mich ja, wie gesagt, so ein bisschen an meine alte Filiale erinnert, in der ich früher gearbeitet habe. Es war schon eigentlich ganz schön. Es waren auch alle sehr nett und ich habe mich mit allen gut verstanden. Ich meine, ich war viel an der Kasse, deswegen, ja. Aber es war schon in Ordnung. Also, wie gesagt, dafür, dass ich am Anfang eigentlich gar keinen Bock darauf hatte und eigentlich dachte, so eine Scheiße, vor allem weil der Dienstag ja auch schon so scheiße gestartet ist. Muss ich aber sagen, war es im Endeffekt eigentlich ganz gut. Heute war ich wieder bei mir in der Filiale, habe von 9 bis 16 Uhr gearbeitet, hatte sich ja planmäßig wieder alles so ein bisschen geändert. Ich habe heute auch den Plan abfotografiert für die nächsten Wochen, weil sich ja wie gesagt alles so ein bisschen wieder geändert hat, weil wir ja weiterhin irgendwie verkürzte Öffnungszeiten haben, insgesamt 2 Stunden weniger, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Also morgens 1 Stunde weniger und abends 1 Stunde weniger. Wie gesagt, für mich ist das nicht so schlimm. Ich finde das ganz praktisch so. Ich muss auch sagen, meine Haut, hier unten kriege ich schon wieder Pickel. Hier habe ich gerade die letzten Pickel, bin ich gerade dabei, die zu bekämpfen. Hier oben hatte ich zwischendurch auch wieder einen Pickel. Ich glaube, die Pickel, die alle in dem Bereich kommen, sind viel vom Maske tragen. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie habe ich so die Vermutung. Ja, der heutige Tag war am Anfang eigentlich das ganz gut gestartet. Und ist dann ein bisschen stressig geworden, muss ich sagen. Aber ich bin froh, dass ich 16 Uhr Feierabend hatte. Damit ich das dann hinter mir hatte, quasi. Das Anstrengende, ich kann mir vorstellen, dass es danach nochmal anstrengender geworden ist. Und ich war froh, dass ich dann gehen konnte. Morgen habe ich auch zum Glück frei. Gott sei Dank. Ich glaube, mein einziger Samstag diesen Monat, den ich frei habe. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Aber auch einfach nur, weil es mein Freiwunsch war und meine Mama morgen Geburtstag hat. Wie gesagt, bevor ich zu meinem jetzigen Unboxing komme, wollte ich euch nämlich zeigen, was ich für meine Mama bestellt habe. Sonst schenke ich immer viel Beauty-Zeug, so Pflegeprodukte, so Duschgels, da braucht meine Mama immer unglaublich viel. Immer, und zwischendurch habe ich ihr eine Zeit lang ständig sowas geschenkt, dann meinte sie, oh, sie weiß gar nicht mehr, wohin damit. Auch so Bodylotions und so, aber mittlerweile benutzt sie halt auch richtig viele und so. Und ja. Jetzt habe ich aber mal gedacht, okay, schenke ich ihr jetzt mal was anderes, weil sonst immer war es immer viel geschenkt von Yves Rocher, weil es ja immer sehr, sehr schön ist und meine Mama verträgt es auch so gut, was ja bei ihr nicht selbstverständlich ist, weil sie ja irgendwie nicht alles verträgt. Sie hat eine sehr empfindliche Haut, aber da verträgt sie immer alles und das ist immer richtig schön. Diesmal habe ich ihr aber was anderes bestellt, was ich ihr morgen zum Geburtstag schenke. Mal nichts mit Beauty. Ich habe mich heute auch nach der Arbeit mit meiner Lieblingskollegin getroffen, beziehungsweise ehemalige Lieblingskollegin. Wir haben zusammen in der Filiale, in der ich davor war, zusammengearbeitet. Also wir haben nicht immer zusammengearbeitet, je nachdem, wie wir eingeteilt waren. Und ich war ja öfter da als sie, weil das ja bei ihr quasi nur ein Zweitjob ist. Ist ja nicht ihr Hauptjob. Und, aber sie war einfach meine Lieblingskollegin. Mal abgesehen davon, dass ich ja alle mochte, war sie trotzdem nochmal so meine Lieblingskollegin. Und ja, was soll ich sagen, wir wollten uns schon immer mal treffen und irgendwie haben wir es nie geschafft und jetzt sollte ich ihr noch was aus von Depot mitbringen, was sie haben wollte und dann habe ich gefragt, ob sie nicht heute will und dann meinte sie, ja klar, warum nicht und dann haben wir uns heute getroffen, in dem Center, in dem ich vorher gearbeitet habe und haben dann noch einen Bubble Tea getrunken, Indisch gegessen, eigentlich wollten wir noch ein Eis, aber wir waren dann so voll gefressen, dass wir dann keine Lust mehr hatten und dann hat sie mich noch nach Hause gefahren. Richtig süß von ihr. Es war richtig schön, sie wiederzusehen und mich ein bisschen mit ihr zu unterhalten und mit ihr zu quatschen. Ja, es war halt mega schön. In letzter Zeit treffe ich mich viel mit Freunden. Am Montag treffe ich mich ja noch mit Angie. Das war in letzter Woche Freitag, also heute vor einer Woche, habe ich mich ja auch mit einer Freundin getroffen. Ich treffe mich in letzter Zeit so viel, wie ich mich ja sonst, ich treffe mich ja sonst auch immer richtig, was heißt richtig selten, aber weil man ja immer so schwierig Zeit findet. Ah Mann, ist mal ganz witzig. Okay, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich meiner Mama bestellt habe. Ich habe das Paket schon aufgerissen, deswegen kein Überraschungseffekt. Ich meine, auch wenn ich schon wieder vergessen hatte, was ich bestellt hatte. Und zwar
Habe ich meiner Mama was von Sallys Welt gekauft. Und ich fand, das Paket war richtig süß gemacht. Ich kann euch das mal zeigen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das machen kann, ohne meine Adresse zu leaken. Upsala. Ich glaube, guck mal, da ist Sallys. Und dann steht hier unten auch noch was Handgeschriebenes von Sally drauf. Schnell auspacken und losbacken. Deine Sally. Also ich weiß nicht, ob es handgeschrieben ist. Also es sieht aus wie handgeschrieben, aber es kann auch sein, dass es schon auf den Kartons draufgedruckt ist, wie so eine handschriftlichen Sachen, weil ich glaube nicht, dass sie jeden Karton einzeln beschriftet, was irgendwie cool wäre. Aber ich weiß es leider nicht genau. Ich gucke Sallys Welt relativ selten, muss ich dazu sagen. Aber ich habe das eine Zeit lang ab und zu mit meiner Mama geguckt. Und wir waren beide super begeistert von dem Backtrennspray von Sally. Und meine Mama hat jetzt immer eins gekauft. Oder was heißt immer? Sie hatte jetzt eins. Wir hatten gerade mal einmal eins gekauft. Und das war von Aldi oder irgendwas. Keine Ahnung. Und das benutzen wir gerade, wenn wir dann mal backen. Und jetzt habe ich gedacht, will ich ihr mal die von Sally schenken. Da habe ich ihr auch gleich zwei bestellt. Unser Backtrennspray für alle Backformen geeignet. Ich finde das nämlich ganz cool, das Backtrennspray. Ja, ganz cool. Das habe ich ihr bestellt. Dann habe ich noch zwei Pasten bestellt. Einmal Zitronenpaste und einmal Orangenpaste. Natürlich mit Zitronensaft und Schale. Natürlich mit Orangensaft und Schale. Zuckerpaste. Ja, fand ich ganz cool. Ich glaube, da freut sich meine Mama auch drüber. Und dann habe ich ihr noch einen Tortenteiler bestellt. Fand ich auch ganz cool. Für 12 oder 6 Stücke. Ist eigentlich ganz nice. Wie gesagt, das können wir auch gebrauchen. Ja. Ich dachte, jetzt schenke ich meiner Mama mal so ein paar Backsachen. Ich glaube, da freut sie sich auch. Weil ich ihr sonst immer nur so Beauty-Kram schenke. Ich habe zwar noch was im Schrank, was ich vielleicht auch noch verschenken könnte. So, das ist halt Beauty-mäßig. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht lasse ich das dabei oder packe dieses eine Beauty-Produkt noch mit dazu. Muss ich mal gucken. Das wollte ich euch nur kurz zeigen, aber um das ging es gar nicht. Ich wollte es euch nur mal zeigen, weil ich das ganz süß fand. Ich habe ja zum ersten Mal bei Sally quasi bestellt und hatte deswegen noch gar keine Ahnung davon und wollte es unbedingt mal zeigen. Eigentlich geht es darum, dass ich bestellt habe bei Oceans Apart. I'm made of recycled paper. Das ist doch sehr schön. Open and Smile. Ich habe noch nie bei Oceans Apart bestellt. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich hätte auch eigentlich nie bei Oceans Apart bestellt, aber einfach nur, weil ich nicht so der sportliche Typ bin. Ich mache nicht so viel Sport und ich finde es irgendwie schwachsinnig, mir Sportklamotten zu kaufen, wenn ich gar keinen Sport mache. Ich kaufe mir sonst viele verschiedene Klamotten und bin bei Klamotten voll drin. Selbst wenn ich sie nicht oft anziehen sollte oder ich mich nicht so wohl mit drin fühle, vielleicht in manchen Sachen, aber ich mache es halt, also ich bestellt es ja meistens trotzdem und irgendwie findet sich ja immer was. Ich habe zwar auch Sportklamotten, zum Beispiel habe ich mir mal damals eine Sportleggings von Puma bestellt und die liebe ich ja, ne? Die liebe ich unendlich. Die trage ich richtig, richtig gerne, aber nicht zum Sport, sondern einfach so, weil ich die richtig toll finde. Und eigentlich hatte ich mir nicht bei Oceans Apart Sachen bestellt, weil, ja, wie gesagt, ich mache keinen Sport. Ich weiß zwar, dass die auch so zum Privattragen super sind, aber mir hat meine Puma-Hose da eigentlich gereicht. Aber es gab jetzt ein Set bei Oceans Apart. Ich mache hier erstmal auf. Und zwar gab es ein Set bei Oceans Apart. We believe all people are connected. Even if we are oceans apart, we are one. Auch richtig cool. Und zwar fange ich jetzt nochmal den Satz an. Gab es ein Set? Ein Set? Ach krass, guck mal, die machen das so, finde ich, wie bei diesen ganzen anderen Beauty-Boxen und bla. Ein Set, das nannte sich Betty. Die Sets haben ja immer Namen. Und es gab ein Set, das nannte sich Betty. Das habe ich bestimmt schon mal im Haul gezeigt. Der ist bestimmt schon online, wenn ihr dieses Video seht. Also einfach mal in die Infobox und in die Infokarte gucken, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Falls der noch nicht online sein sollte, wird das hier auf jeden Fall nachgetragen. Ja, auf jeden Fall gab es ein Set. Das nannte sich Betty. Das ist ein rosanes Set. Da, Betty Bra und Betty Pant. Den Bra habe ich mir in M bestellt, die Pant in L. Das ist ein rosanes Set. Und bestehend aus dieser Leggings mit dem Oceans Apart
Logo drauf. Und hier steht auch Oceans Apart auf der Leggings. Oh, und hier hinten auch nochmal. Und dazu den Bra. Der ist eigentlich auch ganz gut. Der steht hier in diesen Riemchen Oceans Apart. Wie auch immer, mega cool. Ich habe es mir halt bestellt, weil es meinen Namen trägt. Obvious, ich wäre nicht Betty, wenn ich das nicht aus dem Grund bestellt hätte. Ich habe mir ja schon mal von Colosseum Jeanshosen gekauft. Zwei, die auch Betty hießen. Einfach, weil die Betty hießen. Gut, wenn es mir gar nicht zugesagt hätte, hätte ich es nicht bestellt. Aber als ich rausgefunden habe, dass es dieses Betty-Set gibt, weil ich auch gesehen habe, dass einige Influencer dafür Werbung gemacht haben, habe ich gedacht, dann muss ich mir das, glaube ich, bestellen. Das ist zum ersten Mal, dass ich mir Oceans Apart Sachen bestellt habe. Ich werde sie nicht zum Sport tragen, deswegen keine Ahnung. Kann ich nicht mal eine Review abgeben, ob das so eine super Sportklamotte ist. Aber ich werde es halt privat tragen. Und rosa ist ja auch eigentlich meine Farbe. Ich muss halt auch immer an Riverdale denken, an die Betty da. Weil das wird ja auch oft, wenn so Bilder oder so von den Charakteren so gemacht werden, auch so von Fanpages, dann wird die Farbe rosa immer mit Betty aus Riverdale assoziiert. Die Farbe rot mit Cheryl aus Riverdale und die Farbe schwarz, glaube ich, mit Veronica oder ich glaube lila auch und so eine Sachen. Aber alles, was so in die Richtung rosa geht, ist meistens bei Betty und rot halt bei Cheryl. Ja. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich so eine kleine Verbindung spüre, einfach nur durch den Namen. Das klingt so blöd, vor allem, weil sie eigentlich Elizabeth heißt und immer nur Betty genannt wird. Aber ja, ich meine, ich heiße ja wirklich Betty, da gibt es keinen längeren Namen oder so. Das ist bei mir keine Abkürzung, ich heiße halt einfach so. Ja, auf jeden Fall dachte ich, dann muss ich diese Sportklamotte mir einfach mal holen. Wie gesagt, ich hatte noch nie Sachen von Oceans Apart. Aber ich weiß auch nicht, ob ich jemals vielleicht dann nochmal bestellen werde, weil eigentlich, wie gesagt, viel teures Geld für Sportklamotten ausgeben lohnt sich halt nur, wenn man auch wirklich Sport macht. Wer weiß, vielleicht fühle ich mich dann mehr nach Sport machen. Wäre mal ganz gut. Ist auch, wie gesagt, hier alles nicht gesponsert oder so. Das habe ich alles selber bezahlt. Ich glaube, habe ich von irgendjemandem einen Rabattcode mitgenommen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder habe ich es einfach so bestellt? Wäre auf jeden Fall schön dumm, wenn ich es einfach so bestellt hätte. Ohne Rabattcode. Ich glaube, ich habe bestimmt von irgendjemandem einen Rabattcode genommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie auch immer, auf jeden Fall, das ist it. Richtig cool, mag ich richtig gerne. Finde ich ganz schön, wie gesagt. Ist wahrscheinlich eher sowas, was ich vielleicht zu Hause mal, wenn ich zu Hause bin, anziehen werde. Oder wenn ich was Chilliges anhaben will. Weiß ich nicht, ob ich nur die Hose oder nur das Oberteil vielleicht mal draußen anhaben werden, so beides in Kombination ist vielleicht schwierig. Also ich glaube, würde ich mich nicht so wohlfühlen, aber einfach mal das Oberteil zu einer coolen Hose kombinieren oder die Hose zu einem coolen Oberteil kombinieren, das kriege ich auf jeden Fall hin. Zu Hause werde ich definitiv wahrscheinlich beides in Kombi anziehen. Ja, ganz cool. Fühlt sich ganz geil an eigentlich, muss ich sagen. Aber ich finde Sportklamotten fühlen sich immer ganz geil an. Und trotzdem kann ich mich nie motivieren, Sport zu machen. Aber hey, was soll's. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich bin ganz happy. Ja, wie gesagt, ich habe morgen frei, weil meine Mama morgen Geburtstag hat. Wir machen nichts Spannendes. Ich werde morgen wahrscheinlich auf jeden Fall drehen. Ein bisschen und noch schneiden. 18 Uhr gehen wir essen. Italienisch. Freue ich mich richtig drauf. Ich liebe italienisches Essen. Esse ich am liebsten. Und danach Indisch, obwohl asiatisch esse ich auch richtig gerne. Schwierig. Aber am liebsten, glaube ich, Italienisch. Und dann teilen sich Indisch und Asiatisch, glaube ich, so ein bisschen den zweiten Platz. So. Whatever. Ja, ich weiß nicht, vielleicht schneidet meine Mom mir morgen noch die Spitzen, weil letztes Wochenende haben sich ja meine Mom und ihre beste Freundin wieder die Haare gemacht. Bei mir ja nicht, weil ich ja arbeiten war. Aber vielleicht kommen wir jetzt diesen Samstag dazu, wenigstens die Spitzen wieder zu schneiden. Meine Haare sind zwar schön lang, es lohnt sich eigentlich bei mir überhaupt nicht, weil ich auf Arbeit nur Zopf trage und ich selbst so, das hier habe ich jetzt gerade nur aufgemacht fürs Video. Ich laufe selbst privat eigentlich ständig mit Zopf rum, weil mir meine Haare auf den Sack gehen. Ich werde jetzt, wenn das Video hier vorbei ist, mir auch eigentlich schon sofort wieder einen Zopf machen. Und eigentlich ist es immer viel zu schade, lange Haare zu haben, wenn man nur Zopf trägt, oder? Ja,
Ich sag mal so, wenn ich einen Job hätte, wo mir meine Haare nicht die ganze Zeit im Weg wären und mich stören würden, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes, wenn ich einen Bürojob hätte oder so. Aber habe ich ja nicht und deswegen stören mich meine Haare so oder so nur. Gut, egal was soll's. Und dafür, dass ich auch nie was mit meinen Haaren mache und die immer gleich langweilig aussehen. Und jetzt, wo ich auch noch meine Naturhaarfarbe habe, was irgendwie auch gefühlt übel langweilig ist, zumindest kommt es mir so vor, müsste ich eigentlich mal wieder was machen mit meinen Haaren, oder? Mal gucken. So, das war's. Wieder mehr gequatscht als vielleicht üblich. Was heißt üblich? Ist es für mich üblich, dass ich viel quatsche? Wenn ich nicht viel geredet hätte, dann wäre es unüblich. Ja, that's it. Ich wollte euch eigentlich überwiegend nur die Klamotten von Oceans Apart zeigen. Und ja, vielleicht wird das hier mein erstes und letztes Unboxing bezüglich Oceans Apart sein, einfach weil sich das für mich nicht lohnt, Sportklamotten zu kaufen. Aber wie gesagt, es lohnt sich, wenn das ein Betty-Set ist. Wenn das meinen Namen trägt, dann ist es ja eigentlich für mich gemacht. Oder? Es gibt bestimmt viele Bettys auf der Welt, aber ich kenne wenig Bettys, obwohl ich sagen muss, der Name Betty ist mir in den letzten Jahren öfter aufgetaucht als je zuvor. Egal, was soll's. That's it. Habt einen schönen Tag oder so. Nacht, Abend, morgen, whatever.